Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Zusammenfassung. Und zwar möchte ich euch heute erzählen, was ich bei Schlacht in den Wolken gemacht habe und warum ich es gemacht habe. Beziehungsweise wir reden hier erst einmal nur über das allererste Abenteuer von dieser Kampagne Teil 1, das kaiserliche Turnier. Und hier habe ich meine ersten, ja doch recht großen Änderungen zu dem eigentlichen Plot mal, ja, zusammengefasst. Ich werde euch das grundlegend erklären, was ich getan habe und warum ich es gemacht habe. Zunächst aber einmal die Zusammenfassung von dem, was passieren sollte und dann das, was bei uns passiert ist. Ja, das erste Abenteuer soll natürlich darum gehen, dass die Helden allesamt in Gareth sind, wenn es losgeht. Weil, naja, die Reiserouten sind alle ein bisschen länger und wenn man dann aus dem Horasreich oder so etwas aufbrechen müsste, oder aus Alanfa, dann dauert das alles ein bisschen länger und da ist dann Gareth natürlich sehr zentral. Ja, die Helden werden also versammelt und da hat man nicht irgendeinen Grund genommen, sondern man hat hier das kaiserliche Frühlingsturnier genommen, was dann von Reichsregentin Ema ausgerufen worden ist, die Mutter von Rohaya. Und natürlich ist dann auch alle 7 Jahre das Allaventurische Konvent der Magier. Und auch das soll wohl jetzt in Gareth stattfinden. Das heißt, wir können die Geweihten, die Krieger, die Naturkundigen, allesamt können wir irgendwie in Gareth versammeln, ohne dass es dann zu sehr aufgesetzt und gezwungen wirkt. Ja, die Helden werden dann für frühere Taten, was genau das ist, steht hier nicht, werden sie ausgelobt. Dadurch, dass wir natürlich in einer großen Kampagne spielen, haben sie schon viele Dinge getan und da macht es dann auch Sinn, dass sie zu Reichsrittern erhoben werden und sie dann, ja, so ein purpurnes Band bekommen und dann Ritter des Reichs werden. Das macht hier also auf alle Fälle sehr viel Sinn. Ja, das ist natürlich eine unglaubliche NPC-Schlacht. Also hier ist es echt wichtig, dass man sich Notizen macht für die Spieler, aber auch eben für den Spielleiter und dass man dann nach und nach jeden einzelnen NPC so kennenlernt, dass man ihn auch nicht wieder vergisst. Denn diese Leute kommen immer wieder vor. Die werden immer und immer wieder werden die in dieser Kampagne gebracht und die werden auch weiterhin danach weiter sehr wichtig bleiben. Also wir reden jetzt hier nicht so von Rondrasir Löwenbrand, nicht nur jetzt der Herrmeister der Rondra-Kirche, sondern es geht dann eben auch so Leute wie Graf Orsino und Dom Eslam. Also ihr könnt sie hier sehen, natürlich dann auch der Hochkönig der Zwerge. Also hier wird dann mit Namen um einen geschmissen und hier ist es unglaublich wichtig, dass man die dann auch mit Persönlichkeiten füllt. Der Charakter steht hier natürlich drin, das ist jetzt hier in kurzen Sätzen abgehandelt, aber das reicht auch, um ihnen ja so ein bisschen Leben zu verleihen. Ja, die Helden kommen in Gareth an, sie dürfen sich anmelden, da kann ein bisschen die Stadt erkundet werden, je nachdem, wie der Spielleiter das dann ausgestalten will. Hier hilft auch die Gareth-Box, die möchte ich ja mal erwähnen, die ist unglaublich gut. Die ist zwar erst für das Jahr 1036 nach Bosporans Fall gültig, aber ich finde auch, ja gut, wenn man dann die abgestürzte Festung im Jahr 1027 ignoriert, die gibt es ja natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, da arbeiten wir drauf hin. Spoiler. Aber unabhängig davon hilft die dann beim Ausgestalten und eben auch beim lebendigen Erleben dieser Stadt sehr, denn hier sollte man dann auch wirklich auf die Hauptstadt ein bisschen eingehen und da die so ein bisschen auch mit Leben füllen, genauso wie die NPCs. Ja, es gibt natürlich ein paar Gerüchte, die man dann im Vorfeld des Abenteuers mitbekommen kann. Da habe ich auch schon welche ausgespielt. Es ging dann unter anderem um den Vogelflug, dass die ausbleiben, dass man Runen auf den Feldern entdecken kann und dass alles unter einem schlechten Stern steht. Unsere Helden wussten natürlich schon viel, weil sie mit dem Stab der 1000 Augen eine ganze Menge Wissen schon eingeheimst haben. Das ist natürlich dann eine Anthologie, die losgelöst, aber vorbereitend zum Jahr des Feuers ist. Also wer das Jahr des Feuers spielt, dem empfehle ich ganz, ganz dringend, dass man sich da dann noch einmal den Stab der 1000 Augen ansieht. Wer dann noch ein bisschen Rassasur vorstellen will, der kann dann auch noch weitere Dinge aus dieser Anthologie spielen, 116. Aber zumindest den ersten Teil sollte man doch mal gezeigt haben. Vor allem, damit man auch weiß, wer der schwarze Ritter ist. Ihr könnt ihn jetzt hier sehen, er wird dann das Turnier stören, wird dann auftreten und sich dann ja irgendwie ritterlich zeigen. Da hat man dann wenig Handhabe. Unter dem Helm verbirgt sich selbstverständlich Udalbert von Wertling, der Vater von Ludolf. Und auch da wird wieder mit Namen um einen geschmissen, wer dann die NPCs nicht sorgsam vorgestellt hat. Der wird hier
sehr viele Probleme bekommen, die ganzen Namen auseinanderzuhalten. Ich muss hier sagen, dass meine Spieler sehr aufmerksam waren und dann, ja, auch wussten, wer die einzelnen Leute sind. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dass ich nicht jedes Mal wieder neu erklären musste, wer ist jetzt der und der und was hat der und der für einen Rang und Titel und einen Namen. Und ja, auch hier hat, wie gesagt, dann Udalbert und Dudalf haben sich dann hier gegenseitig die Hand gegeben und das war also sehr, sehr hilfreich, dass man die vorher vorgestellt hat. Das Turnier wird eröffnet und ja, jetzt kommt es zu sehr langatmigen Kämpfen. Es kommt zu der Tjoste. Die würden hier alle vorgestellt, die ganzen einzelnen Teilnehmer. Wen das interessiert, der kann hier natürlich dann die Kämpfe führen. Ihr habt das jetzt entweder bei mir gesehen oder ihr hört es euch jetzt eben an in dieser Zusammenfassung. Ich fand es wirklich langatmig. Ich musste es aber eben erzählen, weil ich zu jedem Durchgang, zu jeder einzelnen Disziplin hatte ich eben einen Teilnehmer von den Helden und dann muss das eben auch irgendwo ausgespielt werden. Gerade bei den leichten Waffen wollte dann auch jeder zeigen, was er drauf hat. Und dadurch, ja, konnte ich das nicht wirklich überspringen, was sehr schade war. Ja, es kommt dann zu der Tjoste. Wir haben dann am zweiten Tag, also jeden Tag ist irgendeine andere Disziplin. Wir haben dann natürlich den Zweikampf mit den leichten Handwaffen. Wir haben am dritten Tag die Wurf- und die Schusswaffen, wo dann ja einige Leute sich dann auch nochmal ja besonders hervortun konnten. Dann im Speerwurf. Ich weiß nicht genau, warum man hier dann Armbrust noch mit erlaubt hat, weil es ja so ein bisschen rondrianisch ist, vor allem wenn man dann naja, seine Armbrust schnell wieder spannen muss, um dann später bei dem Zeitschießen viele Punkte einheimsen will. Da ist natürlich der Kurzbogen unglaublich wertvoll. Die Armbrust ist einfach nutzlos und auch der Langbogen ist hier sehr, sehr stark im Hintersehen, im Nachsehen, was einfach nicht sehr gebalanced ist. Ja, es kommt dann wieder zu verschiedensten Dingen. Ich habe viele davon übersprungen oder gekürzt oder verändert. Es wird dann noch einmal der Greif vorgestellt. Den hätte man noch kennenlernen können. Ein Alvaranyar, wenn man so sagen möchte, oder ein Bote von Praios, der im Sonnentempel sitzt. Ich habe das rausgekürzt, weil mich dieser Strang nicht interessiert hat und weil wir auch den zweiten Teil von den Schlacht in den Wolken nicht bespielen werden. Das sind die goldenen Federn und die goldenen Federn werde ich nicht so erzählen. Warum nicht, steht auf einem anderen Blatt, das kann ich euch nochmal erzählen, wenn wir das zweite Abenteuer fertig gemacht haben und das dann eben besprechen. Da werde ich dann nochmal erzählen, warum ich mich dann für Dapazien entschieden habe und die ersten Anflüge der Wildermark und nicht für goldene Federn fallen. Am vierten Tag gibt es dann noch den Zweikampf mit den schweren Handwaffen. Es wird dann nochmal der Bruder von Rohaya vorgestellt, Selindian Hal. Der wird dann später in Teil 2 auch nochmal ein bisschen wichtiger. Den habe ich da dann eben auch nochmal gebracht. Und das Wagenrennen und ganz endlich das Buhurt. Es gibt dann noch ein paar Spielhilfen, die ihr im DSA-Forum findet, unter anderem von ein paar Freunden von mir. Hier möchte ich noch einmal die Ausarbeitung vom ehemaligen Wolkenturm erwähnen. Da hat mir dann das DSA-Forum sehr weitergeholfen. Hier erwähnt Battle Gonzo, Herr der Welt und Narrat. Ja, die möchte ich noch einmal betonen. Die haben mir da sehr viel weitergeholfen. Und wen das interessiert, der möge doch einmal unten in der Beschreibung schauen, um dann eine Ausarbeitung von denen zu bekommen. Gefiel mir wesentlich besser. Es gibt dann also noch unabhängig von dem Turnier ein paar Veranstaltungen, wo sich der Adel präsentiert. Das ist dann sowas wie ein Tanzball und dass man dann abends gemeinsam trinkt und so ein bisschen die NPCs noch weiter kennenlernt. Denn während des Kampfes ist das natürlich gar nicht so sehr möglich. Ja, das Hauptquartier von Witwe Putz war dann auch noch eine ganz nette Neuerung, wo Abelmir dann sich mit seinem eigenen Geld, was er bekommen hat, ein kleines Häuschen geleistet hat, beziehungsweise hat sich da dann als Untermieter bei der Witwe eingeschlichen, so dass er da dann einen Unterschlupf hat und das wurde dann das geheime Heldenhauptquartier. Fand ich ganz nett und hat dann eben auch sehr für ein Amüsement gesorgt. Die Helden haben dann noch das Tobria-Viertel kennengelernt. Hier sei zu beachten, dass das Tobria-Viertel wirklich sehr grausam ist und das musste ich noch einmal betonen, weil wir schon zwei Tobria in unseren Spielereien hatten. Iserun und Yalan waren als Tobria dann eben auch hier sehr betroffen und mussten dann oder wollten dann von sich aus etwas dagegen tun und haben dann dieses
diese Spendengala ins Leben gerufen, wo ich das dann ja selbst so ein bisschen improvisieren musste. Ich habe da auch sehr viel in Heldenhand abgegeben. Die mussten da dann sehr viel selber organisieren, haben dann im Forum geplant. Und ich habe dann zusammen mit den Plänen das Bardo und Cella, die Bardo und Cella-Term vorbereitet. Die gibt es dann natürlich in dem Abenteuer Namenlose Nacht, wo dann ja dieses Gebäude sehr gut beschrieben wird. Das also auch nochmal als Tipp. Wer da irgendwas noch ausarbeiten möchte, der müsste dann in andere Abenteuer noch gucken, unabhängig von der Gareth-Box. Der Schwarze Ritter wurde dann bei uns eher mit Nandos gefälligen Mitteln bekämpft und man hat so ein bisschen Wissen über ihn gesammelt, anstatt ihn dann auf dem Feld zu stellen, wo dann doch relativ schnell klar war, dass er dann allen überlegen ist in seiner Endurium-Rüstung und dem Dämon, der darin eingepflanzt worden ist. Ja, das war schon ein sehr, sehr haariger Gegner und er hätte auch sehr viele andere dann zu Krüppeln geschlagen oder auch tot. Und da haben sie ihn, wie gesagt, dann mit Nandos gefälligen Mitteln aufgehalten, was mir auch ganz recht war, denn ich brauchte Udalbert gar nicht mehr. Den eigentlichen Text, den er hätte aufsagen wollen oder sollen, den habe ich auch schon in dem Stab der tausend Augen gebracht, denn das ist eigentlich Steuerung C, Steuerung V, das ist sehr viel Copy-Paste. Da sagt Carlotta eigentlich auch nicht mehr andere Sachen aus als auch schon vor einem Jahr. Eure 1000 Jahre sind vorbei, Garrete. Ich, Galata, Träger der siebenstrahligen Dämonenkrone und des Reichsschwerts Silpion, erbaue eine Metropole, gegen die Gareth nur ein Provinzdorf sein wird. Yol Gormak, das dritte Bosbaran, die Kapitale der Horizonte. Zedat, fürchtet um alles, was war und was ist. Die Größe Transyliens wird euch verschwinden lassen. Ich kam nach Gareth, sah es und habe es für unvollkommen befunden. Eure eigenen Ängste werden zu Fleisch werden und euch vertreiben, ehe meine Truppen aufmarschieren aus allen Weiten, Höhen und Tiefen deres. Stirb, Gareth! Erst unter dem Namen Kolakai sollst du wieder auferstehen. Ja, ganz am Ende wird natürlich dann noch einmal diese Belobigung vergeben, der Ritter des Reiches am purpurnen Band, sodass dann die Helden zu Gaugrafen werden. Also einmal bekommen sie sowas wie einen Adelstitel und eine eigene Baronie, die haben sie dann auch noch bekommen. Da haben sie sich dann ja Helmenport im Laufe der Blutigen See erarbeitet. Die wird dann auch noch im Verlaufe von Bahamuts Ruf nochmal wichtig werden. Und sie sind Ritter des Reiches, zudem bekommen sie dann diesen gaugräflichen Titel. Und ja, dadurch, dass natürlich Dexter Nemrod bei uns nicht mehr hier ist, sondern der sitzt noch in Yol Gurmak, der wird vielleicht nochmal wichtig werden, vielleicht ist er auch tot, man weiß es nicht genau. Schauen wir mal, ob er uns nochmal begegnet. Aber ich habe als KGA-Agentin oder als Chef offiziell jetzt schon einmal Rondrigan Palligan ins Gespräch gebracht. Denn der übernimmt dann die KGA oder das, was davon übrig bleibt, nachdem das Jahr des Feuers beendet ist, beziehungsweise nachdem dann Dexter Nimrod gestorben ist. Und das ist dann bei uns im Aventurien schon der Fall gewesen. Ich werde also viel, viel aus den vergangenen Abenteuern mit integrieren. Das ist auch wichtig, dass man dann sieht, dass sich die Welt so ein bisschen verändert und dass die Helden Einfluss haben, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Und dadurch, dass dann eben Dexter Nimrod durch ihre Verfehlungen in Yol'Gurmak nicht mehr in Gareth Wild, ist dann schon Rondrigan Palligan eingesetzt worden. Ja, die Lanze Finsterfang wurde übergeben und damit ist das Abenteuer an dieser Stelle eigentlich auch beendet. Wie gesagt, es war sehr viel noch improvisiert und dazu erdichtet. Gerade dann die Abendveranstaltung, dieses Tanzball, dieser Ballettabend, das ist dann auch viel noch improvisiert. Noch viel vorbereitet über dann den Herrn der Welt. Der hatte das dann ja ausgearbeitet. Da nochmal siehe DSA-Forum. Und damit ist dann, ja, zusammen mit der namenlosen Nacht und diesem Bardo und Cella-Term das Abenteuer beendet. Das gehörte da überhaupt nicht zu. Hat das Abenteuer ein bisschen gestreckt, aber ja, mit den 75 Folgen, es war viel Kampf, es war viel Turniergekämpfe, also was nicht wirklich wichtig war. Man hat da so ein bisschen sich ausprobieren können in einer sehr lockeren Umgebung, ohne dass man da sterben müsste. Und man hat NPCs kennengelernt. Das ist so ein bisschen die Krux. Man soll eben viele Leute kennenlernen und man soll in Gareth sein. Das ist die Essenz dieses Abenteuers. So wie ich es erzählt habe,
und dass das Mittelreich vorbereitet ist, einfach dadurch, dass die Helden am Ende vom Stab der tausend Augen dann diese Zettel gefunden haben mit den Plänen zur Kolakai, macht es doch durchaus viel mehr Sinn, dass das Mittelreich schnell mobilisiert ist. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass das Mittelreich sehr unvorbereitet hier rangeht. Man muss natürlich wissen, dass Galotta jederzeit die Tore aufstoßen kann und auch Rastastor die Tore aufstoßen kann. Hier steht es noch so drin, dass sie sehr unvorbereitet sind und nicht genau wissen, was denn jetzt zu tun ist. Und dann sehr überrascht davon sind, dass dann ja plötzlich die schwarzen Horden vor der Tür stehen. Und dann geht eigentlich alles sehr, sehr schnell. Also so wie ich es erzählt habe, finde ich es besser. Deswegen habe ich es eben so erzählt. Das macht durchaus mehr Sinn. Es ist logischer. Auch da dann, wie gesagt, noch einmal das vorbereitend DSA-Forum lesen. Und ich vergebe für dieses Abenteuer 70, 75 Punkte, 75 subjektive Punkte. Es hat mir also gut gefallen. Es ist durchaus verbesserungswürdig. Es hat ein paar Dinge, die, ja, man nicht wirklich so braucht. Es sind, wie gesagt, viele unnötige Kämpfe dabei, gerade wenn man dieses Turnier ganz auserzählen will. Und wir haben ja auch in dem Stab der tausend Augen hatten wir schon ein Turnier unter Galotta und das war dann doch sehr tödlich. Dass dann sehr schnell danach ein weiteres Turnier erzählt wird, das hat, glaube ich, ja, nicht hätte sein müssen. Aber gut, wir haben es jetzt so erzählt. Es gliedert sich in die Kampagne gut ein und die Helden konnten sich noch ein paar Abenteuerpunkte dazu verdienen. Damit sehen wir uns beim nächsten Mal und ich verabschiede mich von euch. Ciao.
Thank you.